früher in der künstlerischen Produktion behauptet hätte. Also formal kann man sagen, die Werbung hat auch sich etwas eingekauft, etwas angeschwindelt, was ein menschliches Grundbedürfnis ist, nämlich das Bedürfnis nach Schönheit. Zu diesem kosmetischen Lehm, der bereits weltweit vermarktet ist als Gesichtsmasken und in allen Kaufhäusern zu haben ist, werde ich jetzt zusätzlich das weitere Naturprodukt, ein Produkt, was die gleichen Mineralien, Eisen, Mangan, Calcium, Magnesium, Natrium, Kalium, hat mit in diese Konsumskulptur mit einbringen. Chris, take it a little bit higher and keep this now. Die Konsumskultur natürlichen Lebens mit kanadischem Lehm und deutschem Royal-Tafelwasser werde ich jetzt noch anreichen mit Staub aus 530 Meter Tiefe aus Kassel von meinem Freund, dem Bildhauer Di Maria, der diese Skulptur den Kasselern beschert hat zur sechsten Documenta, wo die Kasseler heute noch nicht wissen, welche Meilensteine gelegt wurden, wie das Ansehen ihrer Stadt weltweit gestiegen ist. Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Zunächst ein Überblick über Themen unserer Sendung. Der israelische Ministerpräsident Begin schickt bislang als einziger Beauftragte nach Kairo, wohin Präsident Sadat alle am Nahostkonflikt beteiligten Staaten eingeladen hat. Erfolg oder nicht, das ist nach dem ersten Tag des Vorlesungsboykotts noch eine offene Frage, dazu auch der Kommentar. Der Kontinent auf der anderen Seite der Erde hat die gleichen Probleme wie wir, Inflation und Arbeitslosigkeit. Im Nahen Osten kennzeichneten rege diplomatische Aktivitäten heute die Bemühungen, das arabische Lager doch noch zu einer einheitlichen Haltung gegenüber der ägyptisch-israelischen Friedensinitiative zu bringen. Der Einladung Sadats zu Vorgesprächen für eine neue Nahostkonferenz nach Kairo zu kommen, ist bisher jedoch nur Israel gefolgt. Die Sadat-Gegner reagierten mit Einladungen zu Gegenkonferenzen in Tripolis und Bagdad, wobei jedoch noch unklar ist, welches arabische Land nun zu welcher Konferenz kommen oder überhaupt wegbleiben wird. Offizielle Stellungnahmen gibt es bisher kaum. Der syrische Staatschef Assad hat seine zunächst heftige Kritik an Sadat heute abgeschwächt. Er kritisierte zwar nochmals die Israel-Reise des ägyptischen Präsidenten, bestritt jedoch einen offenen Bruch mit Ägypten. Jordanien hat am Abend die Teilnahme an der Vorkonferenz in Kairo abgelehnt, wenn nicht auch die anderen arabischen Staaten dorthin reisten. König Hussein hat die arabischen Führer aufgefordert, eine geschlossene Front zu bilden und eine zerstörerische Spaltung zu verhindern. Israel bereitet sich schon auf die Kairoer Konferenz vor. Der israelische Ministerpräsident benannte heute seinen Berater Elissar und den Rechtsexperten im Außenministerium Rosenne als offizielle Vertreter. Israels Premierminister Begin hat sich im Stil zumindest ganz an seinen neuen Freund in Kairo angepasst. Die Antwort auf Präsident Sadats Einladung zu einer Vor-Genfer Konferenz kam nicht gestern nach der Kabinettssitzung, sondern heute Nachmittag hier im Parlament in Jerusalem. Genau eine Woche, nachdem Präsident Sadat mit seiner Rede den Stein ins Rollen gebracht hat, tritt die Knesset wieder zu einer Sondersitzung zusammen, um über die nächsten Schritte zu diskutieren. Begins Rede ist dann eine Enttäuschung für alle gewesen, die geglaubt hatten, dass er heute grundsätzliche Verhandlungspositionen nennen würde. Das wollen wir uns für die Zukunft aufheben, sagte Begin. Die Einladung aus Kairo ist in New York dem israelischen UN-Botschafter übergeben worden. Begin nahm sie heute dankend an und benannte die israelischen Delegierten, den Generaldirektor seines Büros und den Rechtsexperten des Außenministeriums. Hohe Beamte zwar, aber damit ist klar, dass zunächst einmal alles eine Nummer kleiner gespielt wird, dass in Kairo übers Protokoll geredet werden kann, nicht aber politisch verhandelt. Für die Opposition sprach dann Shimon Peres.
Er unterstützte Begins Politik im Großen und Ganzen, sprach immerhin von territorialen Kompromissen und von Palästinensern, die Begin ausdrücklich als Araber im Land Israel bezeichnet hatte. Nach dieser Sitzung heute besteht kein Zweifel mehr. Zumindest bei dem, was im Rampenlicht geschieht, sind anfangs Dramatik und Tempo der neuen Nahostpolitik etwas gedämpft. Israels Außenminister Moshe Dayan bemüht sich bei seinem Besuch in der Bundesrepublik um Verständnis für die Nahostpolitik seines Landes. Bei diesem dreistündigen Gespräch mit Bundeskanzler Schmidt heute in Bonn ging es auch um die Haltung der Europäer im Nahostkonflikt. Der Bundeskanzler hat die von Dayan überbrachte Einladung zu einem offiziellen Besuch Israels im nächsten Jahr angenommen. Moshe Dayan, der seit gestern in der Bundesrepublik ist, wurde heute auch von Bundespräsident Scheel empfangen. Morgen sind Gespräche mit den Parteivorsitzenden vorgesehen. Heute Abend ist Dayan noch einmal mit Wirtschaftsminister Graf Lambsdorff zusammengetroffen. Lambsdorff appellierte an Israel, durch eine Politik der Flexibilität den Weg zu einem ehrenvollen Frieden zu ebnen. Die Bundesrepublik trete mit Nachdruck für das Recht Israels auf Existenz in anerkannten und sicheren Grenzen ein, unterstütze aber auch die legitimen Rechte des palästinensischen Volkes, wozu auch das Selbstbestimmungsrecht gehöre. Der Aufruf der Vereinigten Deutschen Studentenschaften zu einem bundesweiten 14-tägigen Vorlesungsboykott wurde außer in Bayern, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein von den Studenten zumeist befolgt. Der Protest der Studenten richtet sich vor allem gegen das Hochschulrahmengesetz und gegen die neuen Landeshochschulgesetze. Trotz des Streikaufrufs gab es normale und ungestörte Vorlesungen, beispielsweise auch in Berlin. Während in einigen Hörsälen der Vorlesungsbetrieb lief, blieben andere leer. Innerhalb der einzelnen Universitätsstädte und Universitäten wirkte der Vorlesungsboykott unterschiedlich. An den norddeutschen Hochschulen hat sich der Streikappell nicht in dem von den Veranstaltern erhofften Maß ausgewirkt. In Hamburg mussten die Studenten, die Vorlesungen besuchten, Bediensteten der Universität vor dem Hörsaal ihre Ausweise zeigen. In Bremen nahm, wie an mehreren anderen Universitäten, die sogenannte Demokratische Gegenhochschule ihre Arbeit auf. Was sind die Gründe für diese Aktion? Dazu ein Bericht von Bernhard Kliephahn. Universitätsalltag 1977. In den Hochschulen überfüllte Hörsäle, vor den Hochschulen eine immer länger werdende Schlange von Abiturienten, die auf einen Studienplatz warten. Als Ausweg aus dem Dilemma boten sich kürzere Studienzeiten an. Zurzeit dauert das Studium eines durchschnittlichen Studenten 13 Semester. Das sind 6,5 Jahre. Vom nächsten Jahr an sollen im Normalfall 8 Semester ausreichen. In geeigneten Fächern werden sogar 6 Semester angestrebt. Wer in dieser Zeit nicht bis zum Examen kommt, kann von der Universität vor die Tür gesetzt werden. Voraussetzung für einen so rigorosen Zeitplan sind jedoch genau geklärte Studieninhalte. Und eben da hapert es im Augenblick. Viele Studenten wissen nicht, was sie genau studieren sollen, um in kürzester Zeit zum Studienabschluss zu kommen. Staatliche Studienreformkommissionen sollen daher vom nächsten Jahr an exakte Studieninhalte festlegen. Die Studenten befürchten, dass die Regelstudienzeit den Leistungsdruck erhöht. Und sie rechnen mit mehr Studienabbrüchen, vor allem bei den sozial schlechter Gestellten, die nebenbei für ihren Lebensunterhalt arbeiten müssen. Die Universitätsgeschichte der letzten Jahre ist eine Geschichte von Konflikten. Immer wieder kam es aus den verschiedensten Anlässen zu studentischen Protesten, zu Demonstrationen und Störungen von Lehrveranstaltungen. Das Hochschulrahmengesetz sah auf Abhilfe und fand sie im Ordnungsrecht. Wer durch Gewalt oder die Aufforderung zur Gewalt Lehrveranstaltungen oder Sitzungen stört oder zu stören versucht, kann für 2 Jahre von der Universität verwiesen werden. In der täglichen Praxis eine zumindest dehnbare Bestimmung. Denn was ist genau unter Gewalt zu verstehen und wo beginnt der Versuch einer Störung? Schon melden sich auch in den Koalitionsparteien Kritiker, die hier präzisere Vorschriften verlangen. Zumindest, so meinen sie, sollte ein Student von einem Gericht verurteilt sein, bevor man ihm den Studienplatz wegnimmt. In den meisten Bundesländern ist die Interessenvertretung der Studenten gesetzlich geregelt. Unter dem Stichwort Studentenschaft ist zumeist Folgendes vorgesehen. Die Studenten wählen ein Studentenparlament, das als Exekutivorgan den Allgemeinen Studentenausschuss, abgekürzt AStA, bestimmt. Um die rechtliche Stellung eben dieses AStA dreht sich nun der Streit. Reizwort ist das politische Mandat. Denn viele allgemeine Studentenausschüsse beanspruchen für sich das Recht, zu allen Themen Stellungnahmen abgeben zu dürfen. Die Verwaltungsgerichte hingegen sind anderer Meinung. Die Studentenausschüsse seien nur zu hochschulpolitischen Aussagen berechtigt.
Nach dem Hochschulrahmengesetz können die Bundesländer die allgemeinen Studentenausschüsse einfach abschaffen, wie es in Baden-Württemberg geschehen ist. In den meisten Ländern will man diesen Schritt jedoch nicht gehen. Das ist verständlich, denn der Staat würde sich auf diese Weise ohne Not einen Gesprächspartner an der Universität nehmen, mit dem die Zusammenarbeit trotz aller Probleme im Grunde funktioniert hat. Deshalb ist lediglich eine verstärkte Aufsicht, besonders über die Finanzen der Studentenvertretung, vorgesehen. Die Studenten fühlen sich freilich politisch entmündigt, wenn Vertreter der Universitätsverwaltung über ihre Ausgaben wachen, ebenso wie sie im Ordnungsrecht den Versuch sehen, politisches Wohlverhalten zu erzwingen. Eins scheint sicher: Die von den Politikern erwünschte Ruhe an den Universitäten wird das Hochschulrahmengesetz so schnell nicht bringen. Zur Situation an den Universitäten nun der Kommentar von Dieter Göbel, Südwestfunk. Einige hätten es gerne heiß in diesem Winter an Deutschlands Universitäten. Ihr Zündstoff sind Gesetze, mit denen die Länder pflichtgemäß das Hochschulrahmengesetz des Bundes auffüllen. Ordnungsrecht und Regelstudienzeiten werden eingeführt. Die sogenannte verfasste Studentenschaft wird in einzelnen Ländern abgeschafft. Ohne Zweifel, der Spielraum studentischer Freiheiten wird enger. Wer dies einfach nur bedauert, macht es sich zu leicht. Auch was man bedauert, kann notwendig sein. Die Regelstudienzeit ist notwendig, weil ein Student Vorrechte genießt. Sein Studienplatz kostet den Steuerzahler Hunderttausende, andere warten auf diesen Platz. Wer dieses Vorrecht nicht mit aller Kraft und aller Tüchtigkeit nutzt, verschleudert Geld, das andere für ihn mitverdienen. Freilich gehört zur Regelstudienzeit die Entrümpelung mancher überlasteter Studiengänge. Das Ordnungsrecht kodifiziert eigentlich nur Selbstverständliches. Wer den Lehrbetrieb gewaltsam stört, kann ausgeschlossen werden. Die Freiheit des Einzelnen zum tätlichen Protest wird durch die Freiheit der anderen notwendig eingeschränkt. Die Abschaffung der allgemeinen Studentenausschüsse alten Stils ist eine logische Konsequenz der reformierten Universität. Diese Studentenvertretungen hatten so lange guten Sinn, als die Universität nur von Professoren geleitet wurde. Heute aber wirken die gewählten studentischen Vertreter in den Leitungsgremien der Universitäten direkt mit. Daneben noch eine gesonderte Studentenvertretung zu erhalten, wäre ein Anachronismus.